Professor Goetz, die SPD-Bundestagsfraktion hat ja vorgeschlagen, das Bestellerprinzip auch bei Kaufimmobilien einzuführen. Ist das sinnvoll? Aber die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil man dann das Bestellerprinzip in die einzelnen Bestandteile zerlegen muss. Und das ist im Wesentlichen dem Schuldrecht geschuldet. Wer bestellt, bezahlt auch. Aber der Makler erfüllt ja verschiedene Dienstleistungen, gerade im Kaufbereich, nämlich eine Intermediärfunktion, um das Marktversagen heilen zu helfen, und Dienstleistungen wie bereits Exposé-Erstellung, Besichtigungen, Beratungsfunktionen. Und die kommen beiden Parteien unterschiedlich zugute. Was würde das denn praktisch bedeuten, wenn so ein Bestellerprinzip eingeführt wird? Nun, nehmen wir einfach Baden-Württemberg als Beispiel. Hier ist es der Verkäufer gewohnt, dass er eine bestimmte Preisvorstellung letztlich mehr oder minder durchsetzen kann und den Kaufpreis, den er erhält, kann auch behalten. Wenn das Bestellerprinzip kommt, müsste der Verkäufer als Auftraggeber die Maklerprovision oder die Maklerkosten alleine tragen. Und das wird er vermutlich auf den Preis aufschlagen. Mit anderen Worten, die Immobilienpreise werden steigen. Und das zweimal, weil a, der Kaufpreis als solcher höher ausfallen wird und dann auf den erhöhten Kaufpreis nochmal die Grunderwerbsteuer und Notar- und Grundbuchkosten anfallen. Es ist ja in der Vergangenheit auch schon diskutiert worden, dass man dann einfach ein Honorarsystem einsetzt. Macht das Sinn? Aus meiner Sicht nicht, weil ein Suchauftrag könnte nicht befriedigt werden, weil ja der individuelle Suchauftrag individuell bedient werden muss. Und da habe ich immer das Thema mit der Vorkenntnis, das wird also nicht funktionieren. Und ein Honorarsystem für den Verkäufer, da muss man dann tatsächlich aufsplitten in was sind Dienstleistungen, was ist die Intermediärfunktion. Das wird hinreichend kompliziert und wird auch nicht weiter zum Erfolg führen. Was wäre denn eigentlich sinnvoll, um den Makler richtig und ordentlich zu honorieren? Also rein der Lehre nach müssten wir aufteilen in was ist diese Intermediärfunktion, also sprich, wo wird wirklich dieses Matching Suchauftrag, also Kaufwunsch und Verkaufwunsch zusammengebracht, das ist das reine Ausgleichen von Marktineffizienzen, und was sind Beratungsleistungen und ergänzende Dienstleistungen. Wenn ich diese Dreiteilung vornehme und dann mit unterschiedlichen Vergütungssätzen auf unterschiedliche Bemessungsgrundlagen versehe, dann hätte ich ein ganz faires, ausgeglichenes, aber auch sehr, sehr kompliziertes Modell. Das heißt, es wird nicht sehr praxisnah sein. Wir haben eigentlich heute das Problem, dass ich mit dieser vereinfachten Formel, ich gehe vom vermittelten Kaufvolumen aus, ein einfaches, transparentes System habe, was aber halt unterschiedlich zu bewerten ist. Eine teure Immobilie bringt für eine mehr oder minder gleichartige Dienstleistung sehr viel höheres Entgelt als eine günstigere. Aus Sicht des Maklers wird sich das über die Mittlung aus teuren und günstigen Immobilien ausgleichen, für den einzelnen Käufer oder Verkäufer jedoch nicht. Also mit anderen Worten, am besten ist es, bleibt wie es ist. Wenn man das Thema Kosten und Nutzen abgleicht, dann glaube ich, ist ein möglicher Nutzengewinn durch den aktuellen Gesetzesvorschlag nicht sichtbar. Der scheint mir am Thema vorbeizuspringen. Im Gegenteil, ich fürchte, er wird die Marktineffizienz noch weiter steigern. Gäbe es denn eine Möglichkeit, dass vielleicht auch der Gesetzgeber irgendwo an der Kostenschraube dreht? Ja, die gibt es, nämlich dann, wenn er die Intermediärleistung, also wirklich das Zusammenbringen, das Matching von Kauf- und Verkaufwunsch, das ist ja eigentlich dem Grunde nach keine umsatzsteuerpflichtige Leistung. Wenn er diese Teilleistung, also Umsatzsteuer, frei macht und die reinen Beratungsleistungen, Exposé-Erstellung, Durchführung von Besichtigungen, nur diese mit der Umsatzsteuer belegt, dann ließen sich die Kosten für den Verbraucher tatsächlich senken.